Heute sehen wir uns eine relativ einfache Frage an. Welche Behörde ist eigentlich zuständig, über die UVP-Pflicht eines Projektes abzusprechen? Ist das nur die UVP-Behörde, also sprich die Landesregierung und in der Instanz dann eben das Bundesverwaltungsgericht? Oder sind es möglicherweise auch die Materienbehörden, also zum Beispiel die Gewerbebehörde oder die Baubehörde und in der Instanz dann eben das jeweilige Landesverwaltungsgericht? Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Martin Niederhuber von der Umwelt- und Vergaberechtskanzlei Niederhuber und Partner mit Sitz in Wien und Salzburg. Und die Frage, ob jetzt ein Projekt UVP-pflichtig ist oder nicht, ist eine ganz entscheidende, weil ja das UVP-Verfahren dann doch etwas aufwendiger ist, etwas mehr Öffentlichkeitsbeteiligung vorsieht und auch von den Genehmigungskriterien her etwas komplexer ist. Und wenn man jetzt wissen will, welche Behörde hier zuständig ist, dann zeigt einem ein Blick in das UVP-Gesetz. Das ist relativ simpel einmal zu beantworten. Das ist die UVP-Behörde, die hat festzustellen, ob ein Projekt UVP-pflichtig ist, also die Landesregierung. Die wird entweder auf Antrag tätig des Projektwerbers, der mitwirkenden Behörde oder des Umweltanwalts, oder sie wird von Amts wegen tätig. Das heißt, sie kann auch von selber so eine Prüfung einleiten. Kein Antragsrecht haben die Nachbarn, kein Antragsrecht haben die NGOs. Die können erst hinten nach, wenn die UVP-Behörde einen Bescheid erlassen hat, Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht einbringen. Und wenn dann das Bundesverwaltungsgericht dann auch noch entschieden hat, dann hat dieser UVP-Feststellungsbescheid Bindungswirkung für alle. Das ist einmal die einfache Antwort. So ein UVP-Feststellungsverfahren wird aber nicht immer durchgeführt. Manchmal ist man bei der Gewerbebehörde anhängig. Es gab vorher keine Notwendigkeit, in ein UVP-Feststellungsverfahren zu gehen und dann wird zum Beispiel von Nachbarseite die UVP-Pflicht des Projektes eingewendet. Und hier judiziert der Verwaltungsgerichtshof schon seit 10 Jahren mittlerweile in ganz ständiger Judikatur, dass in diesem Fall die Materienbehörde von sich aus die UVP-Pflicht des Projektes überprüfen muss. Sie ist ja immer als Behörde zuständig, ihre eigene Zuständigkeit zu überprüfen. Ja, und wenn dann die Materienbehörde dann darüber abspricht, ob das Projekt UVP-pflichtig ist oder nicht, dann geht der Instanzenzug nicht mehr zum Bundesverwaltungsgericht, sondern im Regelfall dann zum jeweiligen Landesverwaltungsgericht. Und das bedeutet jetzt in der Praxis, dass die Sache nicht so einfach ist, sondern dass hier mehrere Akteure mitreden. Die UVP-Behörde mit ihrem Feststellungsverfahren, aber alternativ auch die Materienbehörden in ihren Anlagengenehmigungsverfahren. Und nach den Materienbehörden redet dann eben nicht das Bundesverwaltungsgericht mit, sondern 9 Landesverwaltungsgerichte, was dann in der Praxis der Rechtsprechung eben auch die volle Vielfalt widerspiegelt. Und der Einzige, der sozusagen jetzt diese Vielfalt wieder ein bisschen einfangen könnte, wäre der Verwaltungsgerichtshof, aber der nimmt ja bekanntlich gar nicht mehr jede Fragestellung zur Prüfung an. Thank you.